Willkommen zurück zu The Forest. Ja, in der letzten Episode haben wir ja angefangen, schon ein bisschen weiter zu bauen, und jetzt kam jedoch gestern noch ein, ja, ich möchte mal nicht sagen großer Patch, aber ein etwas größerer im Vergleich zu den vorigen. The Forest trägt jetzt die Version 0.12, wo mehrere Multiplayer-Fixes eingespielt wurden. Die Steam-Community wurde ein bisschen eingefügt. Also man kann jetzt über die Friendlist einem hinterher joinen, muss jetzt keine IP mehr eingeben, Ports müssen nicht mehr geöffnet werden. Und diverse Memory-Fixes, neue Sounds und diverse Kleinigkeiten. Das könnt ihr euch ja gerne mal im Genaueren durchlesen. Den Link bzw. die Patch-Notes, die werde ich in die Beschreibung mal reinpacken. Und wir machen dann erstmal jetzt hier ein bisschen weiter. Huch, was ist das denn? Da hat sich ein kleiner Bug eingeschlichen. Er rennt von alleine los. Was zur... Ey. Da fängt ja toll an. Hilfe! Was ist das denn, ey? Ich glaube, ich muss hier noch mal einen ganz kurzen Cut machen. Bis gleich. So, da sind wir auch wieder. Hoffentlich sind jetzt die Probleme mit dem eigenwilligen Rumlaufen behoben. Denn der eigentlich kurze geplante Cut war doch ein bisschen länger als ursprünglich geplant, denn das halbe Safe-Game war irgendwie im Eimer. Ich konnte im Endeffekt ja von einem Stand aus der letzten Folge neu weiterbauen und habe das jetzt mal, soweit es ging, wieder vorbereitet. Die Verteidigungsmauer habe ich bis zum selben Punkt weitergebaut. Der Hasenstall ist jetzt leider nur leer. Den Hasenfangapparat, wollte ich gerade sagen, habe ich auch ein bisschen weiter hinten gebaut, weil im vorderen Bereich absolut kein Hase mehr rumgelaufen ist. Aber naja. Jetzt läuft's wieder. Jetzt ist alles wieder gut und jetzt geht's weiter. So, der ist leer. Mal schnell die Mauer, oh, da unten fertig bauen. Hier unten hätte ich mal ein paar Hasen fangen sollen. Gucci, Gucci, Gucci. Können aber auch laufen, die Kleinen. So, um das Ganze mal nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Da. Nein. Bauen wir uns mal ein kleines Wägelchen. Dann brauche ich nicht wegen jedem Baumstamm hin und her zu laufen. Noch vier. Oh, Fall richtig, komm. Da geh schon kaputt. Ich bin auch dafür, dass wir denn hier
auf dem kleinen Vorsprung einfach mal so ein, vielleicht zwei Fallen aufbauen. Nur so der Sicherheit halber. Ich habe keine Lust, überrascht zu werden. Handtasche! Und unbedingt noch ein paar Kaninchen fangen. Ich möchte wissen, ob die sich auch vermehren. Oh. Ah, die Falle hat ausgelöst, sehe ich gerade. Da gucke ich doch mal eben schnell. Jawohl. Bringen wir Hasi doch mal schnell in Sicherheit. Aber ich muss sagen, die Lichtung hier ist gar nicht so übel. Okay, scheinbar voll. Kann ich noch mal eben schnell die Falle einmal aufstellen? Feinde auch nicht in Sicht, das ist schön. So, drei Handtaschen. Der hat aber Muckis hier, der gibt Gas. Okay. Hat auf Fahren wohl keine Lust, der trägt das Teil. Okay. Was zum... Ist nicht wahr. Hauptsache, ich komme an mein Baumaterial. Aber wie ich dran komme, na, das sieht ja echt abenteuerlich aus. Ach. Jetzt funktioniert der Einkaufswagen wieder. Das sah ja echt lustig aus. Ja. Ja, du kriegst ja gleich was zu essen.
Ja, komm. Nee, das geht so nicht. Der schwächelt ein bisschen. Aber ich muss sagen, durch den Patch, also die Performance ist doch eine ganze Ecke besser. Vorher habe ich immer so das Gefühl gehabt, als wenn der Speicher so, wenn man 20, 30 Minuten gespielt hat, dass der irgendwie so ein bisschen voll läuft. Aber das ist jetzt überhaupt nicht der Fall. Permanent gute FPS. So macht das auch Spaß. Und wie man sieht, das haben sie schon geändert. Jetzt kann man das Feuer nicht mehr nur mit Blätter entfachen, sondern kann auch Geldscheine nehmen. Die waren ja vorher scheinbar nutzlos. So, er ist auch wieder auf dem Damm. Komm, kleiner Piepmatz. Oh, na, kleiner Mann. Alles gut? Na, flieg. Man muss sich nur an die Situation anpassen. Wir sind eins mit dem Wald. Ah, da war der angeschlagene Baum. Oh Gott, das geht doch in die Hose. Na, die kann ich auch so schnell hinbringen. Ja komm, hol mal Tiefluft, Junge. Enttäusch uns nicht. Oh. Da umschleicht doch einer. So, die Verteidigungsmauern, die ziehen wir mal noch bis nach unten runter. Ja, das funktioniert ja super. Machen wir das so. Komm, einmal noch. Nein, nicht so. Ah, jetzt. Na, das sollte wohl reichen.
Ich bin ein bisschen vorsichtig. Ich denke mal, das müssen wir auch sein. Wir wollen ja auch nicht überrascht werden. Weiß der Kuckuck, was die mit uns anstellen, wenn die uns kriegen. So, den noch. Oh, ich glaube, die Falle hat ausgelöst. Ist das unser zweites Hasilein? Na komm, gucken wir mal eben schnell. War bestimmt die blöde Handtasche. Hasi neugierig. Mist voll. Oh, gar nicht gut, gar nicht gut. Nein, nein, nein. Ja, du kriegst noch mal was zu knabbern. Gerastet wird jetzt noch nicht. Einmal Feuer entfacht. Und dann geht's wieder. Blätter, Baumharz. Was wir damit wohl machen können? Zähne. Ah ja, ein Molotow hatten wir uns gebaut. Medizin. Seile haben wir auch noch. Schädel. Ja, Soda bewahren wir uns auf. Den Snack auch. So, schnell den Wagen voll machen, bevor es dunkel wird.
Ja, das sieht schon echt schnieke aus. So, dann schnappen wir uns den hier noch. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir beobachtet werden. Und das ist mit Sicherheit der Fall. Das sieht doch schon mal ganz schick aus. So, ich würde sagen, nein, wir gehen erstmal rein. Ich habe den da hinten jetzt nicht gesehen. Mist, kann man nicht mit durch? Oh Gott. Ja, was bauen wir uns? Zweiundachtzig finde ich ein bisschen herb. Ein Gazebo. Was gibt's denn noch so Nettes? Ja, nee, Freestyle bauen, denke ich an der Stelle nicht. Das sieht doch ganz nett. Oha. Wo ist hier der Anfang? Ich sehe nichts. Oha, riesiges Spinnennetz. Nett gemacht. Ich weiß, ich glaube, ich selber gehe da mal lieber nicht rein.
Ist mir nicht ganz geheuer. Ich weiß nicht wieso. Wir gehen mal einmal nächtigen.